Ich bin wieder da. Ich bin wieder da jetzt. Wenn ihr wissen wollt, was los ist, was vorhin gewesen ist, was mit mir passiert ist, dann werdet ihr es ja sehen, wie mein Tag heute gewesen ist. Ja, das werdet ihr heute noch sehen, was ich so mache heute. Ich bin jetzt hier unter Wasser. Das werdet ihr noch sehen, was heute noch so einiges auf euch, was auf euch wartet. Hier hinten seht ihr es schon leuchten. Jetzt könnt ihr mich nochmal von vorne sehen. Ich, Phantom Foxy, wünsche euch heute echt viel Spaß mit der Sache, die ich erledige. Bis gleich, wir sehen uns. So, ich hab doch gesagt, jetzt geht's weiter. Dunkel ist es draußen. Warum ist es so dunkel? Ich hab hier kein Licht so großartig. Will ich mal wieder so einen Trank benutzen? Mäh. Wozu? Ich hab schon so viel Mind Energy getrunken. Nee. Ich habe hier schon so viel Licht reingebaut. Jetzt lasse ich mich noch mal von hier. Dann guckt mal da. Hier oben. Das ist meine Welt hier. Mit den ganzen Häusern und so. Da kommt immer mehr und mehr dazu. Das wird wohl nur etwas länger dauern, weil ich immer teilweise Mist gebaut habe. Und deswegen muss ich jetzt erstmal sehen, dass ich in meiner Gegend erstmal gucke, was ich mache. Ich lasse mich erstmal fallen. Autsch! Ah! Uiuiui, ui, ui, tut das weh. Warum muss ich immer nur mich fallen lassen von oben? Alter, das tut weh. Autsch, ey. Ja. Und hier ist da aber was drin, ja. Du kommst da nicht mehr raus. Der bringt sonst immer meine Hasen um. Das mag ich nicht. So ein Wolf. Wölfe können haben bei mir nichts zu tun. Die bringen mir immer meine ganzen Hasen um. Bei den Bienen tun die nichts, zum Glück.
Boah, da ist meine Endertruhe fast voll. Ja, kein Wunder. Wenn die Würfe hier reinfallen, dann können die auch nicht mehr raus. Bei Füchsen bin ich ja eher etwas vorsichtiger. Aber bei Wölfen kenne ich keine Gnade, weil die bringen nämlich immer meine ganzen Hasen um. Und das finde ich nicht gut. Scheiße heute. Da ist mein Keller, da war ich schon mal drinne. Hey, da ist ein Panda. Hey. Hier. Guten Appetit. So. Schau mal hier. Boah, Alter, habe ich hier viele Leuchtfeuer drin, ey. Dann gehe ich mal darüber hier. Und für Weihnachten werde ich hier vielleicht auch noch mal was machen, wenn ich Bock dazu habe. Enttäuscht in Flammen, aber es macht mir nichts. Der Vogel soll weiterfliegen, in seine Gegend gehen. Hier ist ein Leuchtfeuerbaum. So. So. Dann habe ich hier noch jede Menge Schildkröten, Wasserschildkröten, Meeresschildkröten. Die habe ich mal hierher gebracht durch den Spawner. Dann ging's noch weiter. Den Tunnel habe ich auch schon mal gewartet. Jetzt ist die Brücke erstmal dran.
Hier schaue ich mal nach hier. Hier, da. Schaue ich nach. Da. Hier. Dann gehe ich mal wieder etwas unter Wasser. Hä? So, da hätten jetzt auf einmal, ich wollte gar nicht mit meinem Smartphone gucken hier. Ach, vergiss das, was ich eben gesagt habe. Es war nur wirres Zeug. Und hier. Da ist die Brücke. Nochmal hier an der Seite von oben. Statik ist bestätigt, die Brücke ist okay. Da kann dann sogar ein Panda rüberlaufen. Jetzt kann da ein Panda auch rüber, weil Statik ist bestätigt. Die Qualität der Brücke ist soweit in Ordnung, dass da ein Panda rauf darf. Guck mal hier da, dass ich hier mal hochgehe hier. Ich kann eventuell mal gucken, ob ich hier oben rauf kann. Hier oben. Boah, cool. Ich habe noch nie die Aussicht von hier oben geguckt, noch nie. Und das da drüben ist mir auch ein Dornenauge. Hä? Wie ist das denn passiert, ey? Ich weiß nicht mehr genau, wo der Keller gewesen ist, aber hier irgendwo habe ich mal was hingebaut. Da vielleicht? Doch nicht. Autsch! Ja, genau, hier war das doch. Da ist doch der Extra-Raum, wo man reingehen kann. Ja. Ich weiß nicht genau, was hier rein soll. Ich werde mich überraschen lassen, was mir so einfällt. Jetzt erstmal wieder raus aus dem Loch hier. Bevor ich nachher wieder auf die Fresse fliege. Ja, und dann werde ich hier nochmal schauen, dass ich mal.
Werde ich erstmal gucken, wo ich noch lang gehe. Was soll denn das jetzt hier? Ich habe hier zwar auch schon einiges gebaut, aber manche Sachen baue ich einfach nicht aus, weil ich habe da einfach im Moment keinen Bock zu. Zum Beispiel hier abfackeln. Ich bin wieder da. Außerdem wollte ich euch nur sagen, hier in den kleinen Keller habe ich hier unten ja auch noch. Und dann werde ich euch irgendwo mal verraten, was ich da reinbaue. Euer Phantom Foxy macht viel. Phantom Foxy, der bin ich, der zeigt seinen Alltag, was ich heute mache so. Mal langweilig, mal gute Sachen. Bei mir werdet ihr immer sehen, was es heute gibt. Ich schaue euch gerade tief in die Augen. Und wenn ihr mir in die Augen guckt, dann schreibt mir jetzt, wenn hier 16 Dings schreibt, wenn hier 17 Minuten steht, dann schreibt mir bitte rein, was ich vielleicht noch machen könnte. Solange bin ich leise. So, habt ihr schon ge wisst ihr jetzt, was ihr schreiben wollt? Ich schaue euch nämlich gerade tief in die Augen. Ja. Ja, überlegt euch bitte was. Denn jetzt zeige ich euch nämlich weiter, was ich heute so am Tag mache. Und so lange werdet ihr noch sehen, was ich so mache heute. Bisschen springen gerade noch aus Spaß. Und dann werde ich noch erstmal gucken, was ich noch so mache heute. Ich wollte euch praktisch nur meinen Alltag zeigen. Und gleich geht's weiter. Ich wollte nur kurz ein bisschen was dazu sagen. Mehr nicht. Habe ich es nicht gesagt? Ich wollte euch nur ein bisschen meinen Alltag, will ich euch ja zeigen, was ich jetzt mache, weil gestern bin ich in ein paar Tagen aber ein bisschen durchgedreht öfters. Aber jetzt habe ich mich schon wieder beruhigt, ja. Und hä? Da ist ja auch ein Panda. Hä? Dann gehe ich mal hier unten durch, hier durch diesen kleinen Durchgang hier. Der ist aber auch schon ordentlich feucht. Nicht, dass es hier unten schimmelt. Aber es schimmelt hier nicht. Das wundert mich schon die ganze Zeit. Ich habe hier eine Schallplatte drinne. Noch so eine Schokotruhe oder so. Ich weiß nicht, wie die Truhe heißt genau. Habe ich vergessen. Hier oben da aufmachen. Da aufmachen und dann hier auch oben gehen. Und dieser Tunnel ist einfach geil. Da habe ich richtig viel Zeit reingesteckt. Das weiß inzwischen ja auch schon jeder. Dann gehe ich mal in mein Haupthaus rein über den Außeneingang.
Schwer drauf, 0 Euro und hier oben. Ich werde nochmal nachschauen, hier genau. Boah, Scheiße. Muss ich schon wieder ein neues Leuchtfeuer hier setzen. Da muss ich hier sehen, dass ich die Tür hier. Und Discord läuft auch schon wieder rum. Dann gehe ich dann mal hier nach oben, durch meine Tür hier. Tür hier kommt zu. Und dann gehe ich erstmal durch meinen kleinen Gang durch hier. Dann gehe ich erstmal hier hin, dann auch da oben hindurch hier. Ja. Ich steck fest hier. Ja. Hallo meine Genossen und Genossen. Das ist gut. Dann gehe ich mal nach oben. Schlaft gut. Ich muss erstmal noch ein bisschen pennen. Ich bin total hundemüde. Von der ganzen Arbeit oder von der Gegend sein bin ich so kaputt. Ja. Ja, wo gehe ich immer wieder lang? Ja, das weiß ich nicht. Boah, ich gehe durchs Loch da. Bleibst da stehen. Ich gehe mal hier lang, das brauche ich nicht. Ich gehe mal hier hinten in die Ecke und dann, wenn ich es erstmal vernichten. Mit de schöne Feuerchen. Die Hasen wissen ja auch ganz genau, wo die hin können und nicht. Ja, und dann war es das so langsam, wie ich mein. Euer Funtime Foxy sagt, Dankeschön, dass ihr euch meinen Alltag angeguckt habt. Denn ich, Phantom Foxy, bringe mir immer richtig viel Mühe, euch meinen Alltag zu zeigen, hier in meiner Schneehauswelt. Ich will nur sagen, ich verabschiede mich
indem ich ich bleibe noch erstmal hier bei meinen Pandas und dann werde ich erstmal sehen noch, was so passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich wieder Lust habe, meinen Alltag zu zeigen. Und tschüss.